Ja, du, so, übrigens auch Fahrzeugkanal. Okay. Unten hier mit Punkt und Komma kannst du den Gleich. Fahrzeugkanal wechseln. Und außerdem damit dann jetzt auch herzlich willkommen hier zur nächsten War Folge. direkt bei der alten Verarbeitung, ne? Ja, Ja, genau. genau. Ja, genau. Und ja, der Polizist hier, also dieser Pavo, der fährt uns da jetzt gerade hin, weil er so nett ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Mr. Splash gesagt hat. Also keine Ahnung, ob das jetzt ein Überfall war oder so. Ich habe den nicht wirklich gut verstanden. Deswegen, ich kann das hier jetzt Alter, das nicht ist voll am sagen, Ruckeln. aber 5 bei FPS, mir lass mich nicht. quatschen. Haha. Und ich nehme sogar auf. Mann, bin ich gut. Ja, ich Mach mach mal mal Platz, kurz mach mal meine Platz. Ah, so. Grafik, mach ich mal ein bisschen runterschrauben. Du bist auf Oh mein 16.000, Gott. ne? Ich habe einfach auf Standard. Ist aber voll nett von denen, von dem hier, dass der uns da jetzt Ja, hinfährt. der war schon immer nett, muss ich ja sagen. Ah, die Admins sind hier schon nett. Auf das Admin ist, würde ich sagen, Polizist. Also, Was habt ihr ja, denn für Polizist. Fahrzeuge? Wie bitte? Das waren zwei Geländewagen. Oh, schon wieder ein Restart. Ja. In 30 Minuten. Dann warten wir, also dann nehmen wir jetzt die Folge noch auf, warten auf den Restart und dann können wir das ja machen. Okay, da vorne brennt's. Wir sind gleich da. Du redest die Okay, ganze Zeit irgendwie. da brennt, da brennt. Ja, genau, da brennt. Warten wir mal kurz. Ja, dann bringt ihn einfach so lange bitte auf Parcours. Oh, da sind Oh, da welche. sind welche. Die haben uns vorhin Uns beim, von beim, also äh, die dort also hinten die haben dort uns hinten vorhin bei haben der uns von bei der Kampamine Kampamine überfallen. Ja. Ja, also Und mir haben da sie steht nur da nur Nitritan AMG, 400 also. abgenommen. Also bei mir war das jetzt nicht so Ja. schlimm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie dem Shen abgenommen haben. Deswegen, also ich habe das jetzt deswegen nicht gemeldet, weil das nicht viel war. Ich habe eh sowieso nie viel Geld dabei. Deswegen ist mir das nicht so wichtig. Mir wurde auch Ja, die 1000, mir benutzen wurde auch auch 1000 immer denn, dass entzogen. sie denn das Geld sofort auf der Bank einzahlen, das ist sicher. Ja, So, unsere ja, unsere zwei Wagen zwei sind dort schon Wagen sind dort gesprengt dann jetzt nicht worden. mehr in dem, warte kurz. Ja, So. bleiben Sie mal, bleiben Sie mal bitte auf die ganz kurzen bitte Fahrzeug, dann mal Ihr Kollege soll wieder einsteigen. Ich ganz kurz. So, okay. Jawohl, ich beeile mich, ich bin gleich wieder da. Jo. Jo. Okay, dann schließt er uns jetzt hier ein. Oha. Boah. Aber guck mal, der Dingens, der ist explodiert. Voll geil. Also der Helikopter ist explodiert. Gucken wir mal. Oh, guck mal. Der wurde bei der Police impounded. Also ist er jetzt wieder in der Garage. Das ist natürlich auch wieder gut. Aber irgendwie passiert uns immer sowas. So komische Sachen, dass die Fahrzeuge explodieren und so. Wahrscheinlich war es auch der. Der nimmt uns Eisen weg. Oh Piep. nein. Hat etwa unendlich Platz. Ja, Mann. Weiß ich nicht. Ich glaube, das erkläre ich dem gleich nochmal, dass ich das nicht wirklich verstanden habe. Weil im Hintergrund hat mal wieder meine Mutter rumge. Was weiß ich. Deswegen. Ja, immer wenn du aufnimmst. Ja, immer wenn ich aufnehme. Nee, also vorhin, da als du da warst, da habe ich mich kurz gemutet. Aber mal gucken, was jetzt draus wird. Man weiß es nicht. Hat natürlich super geklappt. Ich würde sagen, dann fahren wir noch mal kurz. Die Eismine. Ja. Okay. Macht der Was denn? macht er jetzt? Das ist eine gute Frage. Also eine Granate geworfen. Nein, ich glaube ja nicht. Weißt du, wie lustig? Jetzt springen wir einfach so alle in die Luft. Natürlich. Also ich würde das feiern. Urban Fahrzeug geworden ist impounded. Was ich jetzt aufgesammelt habe, ist 6 mal Hardenfleisch, 2 Wasserflaschen, 2 Spitzhacken und 15 Eisenbahnen konnte ich aufnehmen. Nur 15, Nur okay. 15, okay. Ja, der Ich Rest werde jetzt mal den wahrscheinlich im Shen Auto.
Ich gebe es mal den Shen eine Spitzhacke. Mike ihn auch. Okay. Dann eine Wasserflasche. Davon drei. Der Shen, der kriegt jetzt den Rest. So, das habe ich wiederbekommen. So, fahren wir nochmal kurz nach vorne hin. Da steht ja irgendwie ein Ifrit oder so bei mir in der Luft. Bei mir ist auf dem Boden. Bei mir ist auf dem Boden. Bei mir? Ja, das, bei mir ist auf dem Boden. Einen Moment bitte. Okay. Ich bin gleich da, ich muss hier nur noch einen Ifrit haben, geh impounden. Ah, okay. Bei dem steht er da oben. Warte mal kurz, kann ich bei dem mit dem reden? Bei mir steht der wohl ganz anders. Ja, bei mir, ja, bei mir auch. Ja. Hinter uns. Hinter uns. Hast du den verstanden? So ein bisschen. Er ist leise. Könnt ihr beim Fahrzeug genau reden? Ja, wir haben glaube ich wahrscheinlich gerade mit der Polizei. Ja, ich muss gerade über Funk sprechen, sorry. Ja, ich weiß nicht, also der Ifrit HMG ist bei mir in der Luft, deswegen. Weil ich würd ihn jetzt auch nicht gerne hier stehen lassen, weil nicht, dass er irgendwie offen ist oder so, dann kann jeder da einsteigen. Also bei mir ist er hinter uns. Bei mir ist er hinter uns. Hinter uns? Ja, genau, so. Ja, also. Nee, also schon, nee, also so, schon um die 10-20 Meter entfernt. Auf der Straße oder? Ja, auf der Straße. Ja, auf der Straße. Stopp! Stopp! Stopp, 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 stopp. Ist jetzt genau rechts, genau rechts neben uns bei mir. Genau rechts hier. Ja, genau, jetzt scheinen. Ja, genau, jetzt leuchten sie ihn an. Jetzt sind sie durchgefahren. Jetzt sind sie durchgefahren. Oh, lol. Ja, dann sollen die Kollegen das übernehmen. Lol. Oh, lol. Da war er. Jetzt steht er hier auch auf dem Boden. Ja. Ja. So, muss ich hier noch einmal kurz impounden. Okay. Ja, auf jeden Fall cool. Ja, ist auf jeden Fall nett. Also machen wir hier mal eine Spritztour mit dem Polizisten, also mit so einem Officer. Ist auch ganz schön. Warum steht der hier denn eigentlich so alleine offen rum? Weiß ich nicht. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. So, einer von ihnen hat dann noch die Eisenbahn, ne? Die können wir dann auch schnell verkaufen bei den Kupferhändler beziehungsweise Eisenhändler. Dann haben sie wenigstens etwas, ein bisschen Geld in der Kasse. Ansonsten kann ich ihnen auch ein bisschen was geben, denn, wenn sie wollen. So ist das okay. Natürlich nicht. Okay. Ja, ich glaube, also ein Officer hat mir schon ein bisschen Geld gegeben, weil nach einem Restart mein Offroader weg war. Das war ein bisschen zu viel, also ich habe noch ein bisschen was übrig. Also müssen sie uns nicht extra noch mehr Geld geben. Okay. Aber die, hier die Eisenbarren, die können sie dem Shen geben. Dann kann der die verkaufen. Ich habe nämlich ein bisschen mehr Geld als er. Ich glaube, genau. Oder sie geben ihnen das dann so. Ja, okay. Können sie von aus einem Auto aus verkaufen? Nee. Oder? Doch, 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 ganz doch, doch, wenn man das mal aufnimmt. Ja, könnte? Okay, okay. Man muss ein bisschen tasten, man ein bisschen bis man es findet. Bis man es findet. Ja. Ist irgendwie mal ein bisschen verwirrend, wenn du MTS und hier gleichzeitig redest. Also, MTS ja. Also ich kann den nicht anklicken. Vorhin konnte ich Scott. Du? Ja, ich kann den anklicken, aber. Könnt ihr noch ein bisschen noch ein bisschen vorfahren? Na klar. So, jetzt solltest du ihn aber kriegen, oder nicht? Nee, ich kriege nee, nicht. Ich kriege nicht. Dann steig aus. Okay, warte mal, dann steht ich aus, dann steigen wir kurz aus. Habt jetzt verkauft. Dann los, wieder rein. Ich sehe dich. Ah, okay, jetzt ist sie da drinne. Aber es ist ein cooler Polizist, muss ich einfach mal so sagen.
Ja, das stimmt schon. Moment, ich erkläre ihm das jetzt nochmal. So, und jetzt nochmal zu vorhin, zu diesem Mr., weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie er hieß. Also ich habe das leider nicht genau mitgekriegt, was er da gesagt hat. Kann sein, dass das Roleplay war. Ich weiß jetzt nicht, ich will nur nicht, dass irgendwer jetzt wegen mir gebannt wird, weil ich das nicht akustisch nicht verstanden habe oder so. Weil bei mir war es im Hintergrund relativ laut, deswegen habe ich das leider nicht gehört. Da müssten Sie dann in den Chat fragen, was genau er gesagt hat. Ja, ich habe ihn eh aus HQ bringen lassen. Ich werde mich gleich erstmal mit denen unterhalten. Okay. Er ist wieder so leise. Ja, der redet gerade hier wieder im Dingens. Ah, stimmt. Oh. Entschuldigung. Da war gerade hier, Macht nix. Ja, ist immer ein bisschen komisch, wenn das eingerastet wird, hier dieses Sprechen und so. Ja, das... Ja, nee, also er hat gerade wieder im Polizeichat geredet, wollte ich sagen. Ja. Mir auch aufgefallen. Nach 10 Minuten. Oh, was macht der denn auf der Straße? Tja, man sollte natürlich auch nicht mitten auf der Straße stehen. Eben, genau. So, Jungs, ich lasse euch mal hier raus. Passen Sie bitte auf, weil irgendwie fahren hier noch ein paar Ifrits rum. Wir kümmern uns auf jeden Fall uns da drum. Okay, auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie uns da geholfen haben. Und dann wünsche ich euch Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, jo. Bye. Bye. Hoppala. Okay, der macht direkt Blaulicht an. Okay, also auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Offroader wieder. War okay, doch auch ich hab jetzt, oh mein Gott, ich habe 80.000 in der Tasche. Schnell ausgeben. Du kannst sie auch erstmal alle in die Bank packen. Nicht, dass du jetzt hier auf dem Marktplatz irgendwie stirbst durch einen Bug oder sowas und dann ist alles wieder weg. Ich hol mir mal kurz eine LKW-Lizenz. Kommst du mit? Wozu? Wofür brauchst du eine LKW-Lizenz? Ja, damit du jetzt einen LKW kaufen. Ja, wenn's reicht. Weißt du denn, wo es LKW gibt? Und weißt du, wie viel die kosten? Die kosten nicht, aber wo die genau sind, weiß ich auch nicht. Muss ich mal gucken. Ja, irgendwie. Na doch, unser Kavaller. In der kleinen Stadt. Ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Ich würde sagen, wir können uns ja erstmal. Nimmst du gerade auf? Ja, wir sind gerade in der Aufnahme. Und da wird gerade geschossen oder so, glaube ich. Oh mein Gott, einer der uns erkennt. Einer der uns erkennt. Ich glaube, er liest einfach nur dieses LP, was da steht. Oh. Ich bin natürlich mitten durchs Feuer gerannt. Geil. Ich gehe nur mal aus dem Nebel raus, nicht dass da. Alter. Ja, geil. Kommst du kurz mit zur Lizenz oder? Eigentlich, ich weiß nicht, von mir aus kannst du dir eine Lizenz kaufen. Ich glaube, ich fahre aber erstmal weiter hier mit Offroad, dass wir damit noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Ja, ich versuche, was ja nicht mit LKW bin, dann können wir direkt mehr verdienen, muss man auch so sehen. Und wir müssen später eine LKW-Lizenz holen. Und ich habe gerade Geld, was ich vorhin jetzt was Unsinniges ausgebe. Kann ich hier mehr sehen? Oh, guck mal, damit geht das sogar so halbwegs. Warte, warum ist hier so viel Rauch? Ruckel. Müssen wir nicht hier schon rein? Ja, hier hat wer gerade Rauchgranaten oder sowas geworfen. Du bist... Ach nee, gar nicht. Ich bin vorbeigerannt. Also ich bin noch gar nicht da, okay. Also ich bin jetzt da. Also fahren wir können, mal, ne? Also ich guck mal, was es so für Lizenzen gibt und dann kaufe ich mir vielleicht auch noch irgendeine. Okay, ich lass mal das Nachtsichtgerät an. Dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Aber fand ich auf jeden Fall eben gerade cool, hier mit dem Polizisten ein bisschen rumzufahren. Können wir öfter mal machen, ne? Ja. Lass uns öfter mal einfach so töten. Oh, guck mal, hier steht noch einer mit dem Auto. Ja, hab ich schon gesehen. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Haha. So. So, los. Hoch da. Die sind da. Irgendwie ist hier ein bisschen schlecht ausgeleuchtet, würde ich sagen. Das ist aber kein schönes Gebäude. Es gibt eine Bootschein-Lizenz, eine Waffenlizenz, eine Pilotlizenz, eine Tauchlizenz und einen LKW-Führerschein. Den hole ich mir. Diese Lizenz für Diamanten, die kostet 35.000. Was, wie viel kostet LKW-Führerschein? 30.000. 30.000. Ja, ich glaube, ich hole mir das noch nicht. Wenn, dann kannst du ja mit dem LKW rumfahren und ich fahre noch ein bisschen weiter mit dem Geländewagen. Okay, kannst du mich dann mitnehmen? Dann können wir ja kurz zum LKW-Ding da gehen. Ja, kann ich machen. Ich muss nur selber erstmal wieder meinen wiederholen. So. Hier steht auf jeden Fall noch einer rum. Okay, der ist leider nicht aufgeschlossen, sonst hätten wir uns den klauen können. Voll geil. Boah. Pass doch auf! Ich passe doch immer auf. Ich würde doch nie einfach so auf die Straße hängen. Rennen. Hängen. Genau.
Ich bin voll der Hänger. Ich hänge hier mitten auf der Straße und so. Ja. Warum hat der... Warum wurde dieser Hunter da impounded? Komisch. Egal. Folge mir unauffällig, dann kann ich das, dich da zu dem LKW fahren. Hast du jetzt dein ganzes Geld dabei? Ja. Okay. Brauch ich, um den LKW zu holen. Und rundherum ist, soweit ich weiß, kein... Beim LKW-Markt ist keine Bank. Vielleicht wird die auch einfach nicht angezeigt. Ja, normalerweise was sind die doch angezeigt, oder? Normalerweise. Aber vielleicht ist das ja nicht normal und so. Okay, ich mach mal kurz Night Vision wieder an, damit wir hier ein bisschen was sehen. Wo bist denn du eigentlich? Du rennst da hinten noch rum. Ja, ich hab kurz im was geschaut, was die am Labern sind. Ach so, okay. Warte mal, ich bleib mal hier kurz stehen, um ein bisschen Energie aufzuladen. Dann kann ich nämlich wieder rennen. Hallo. Guten Tag. So, jetzt können wir weitergehen. Okay, irgendwie kann ich immer noch nicht rennen. Egal, dann laufen wir halt hier so langsam dann. Langsprinter. Oh nein, rennen wir doch nicht davon. Blut. Ja, wir sind gleich getrennt. Ja, Mann. Ja. Naja. Aber keine Ahnung. Ihr könnt ja nochmal bei Shans Folge gucken, was er da gesagt hat. Kann natürlich auch sein, dass wir den jetzt irgendwie, also dass der Polizist uns jetzt umsonst darum gefahren hat und wir einfach nur zu doof waren und nicht ausgestiegen sind. Ich hab's, wie gesagt, hier leider nicht gehört. Sonst hätte ich natürlich mitgespielt. Aber, ja. Guck mal, da steht noch ein Quad. Okay, warte kurz, es ist ein bisschen dunkel hier. So, jetzt. Falsch. Hol dir du mal deinen Geländewagen. Ja, ich muss erstmal dahin laufen, ich bin nämlich so langsam. Au. Zickzack. Stell dich am besten hinter den Fuzzi, nicht dass mein Geländewagen noch auf dir spawnt und du dann tot bist. Das möchte ich nämlich nicht so gerne. Dann melde ich dich. Melde dich. Genau deswegen. Böse. So, einmal aufschließen. Ja. Einmal einsteigen bitte. Einsteigen bitte. So, jetzt kann ich auch hier Night Vision wieder ausmachen. Mit Night Vision nicht so schön. So, Moment, ich bleib mal kurz hier stehen. Nur, dass ich den da vorne nicht umfahre. Und dann gucke ich mal kurz hier auf... Da zum LKW-Market müssen wir. Da allgemeine Verkehrskontrolle. Nein, sowas sagt man nicht. Wir wollen die Leute hier nicht verarschen. Nee, wie doch nicht. Sonst kriegst du wieder Probleme mit der Polizei. Du kannst mich ja ein bisschen navigieren. Fahr die Hauptstraße einfach entlang. Okay. Hauptstraße entlang fahren. Ich muss nur ein bisschen langsamer fahren, sonst werde ich hier noch angehalten. 800 Meter. Okay. Jetzt sind wir aus dem Schlimmsten wieder raus, jetzt können wir ein bisschen schneller fahren. Fahren Sie jetzt bitte 500 Meter die Offroad entlang. Die Dingens Road, die... Wie heißt es? Highway, meinst du? Wie heißen die schon wieder? Highway. Genau, Highway. Nein. Weiter. Okay, dann fahr ich weiter. Weiter. Und dann da vorne weiter. Links. Bei der letzten Ausfahrt, ne? Genau. Hier so? Ja, genau. Nach links abbiegen. Okay. Fahren Sie die Strecke entlang, bis Sie... Ja, fahren Sie einfach die Strecke entlang. Du bist ja ein tolles Navi. Entscheidest dich zwischendurch nochmal um? Ja, nee, sage ich das jetzt noch oder sage ich das doch nicht? Ach nee, ich hab doch keinen Bock. Mal gucken, da ist Durchfahrt verboten. Ist doch egal. Wir sind Anlieger. Fahren Sie bitte 400 Meter die Straße entlang. Ui. So. Bitte machen Sie keine Fehler. Ich mach nie Fehler. Okay, jetzt müssen wir da lang. Wie viele Toolkits hab ich denn dabei? Ich glaube so ein 10 Stück oder so. Hab ich mal mitgenommen. Ich glaube, ich fahr mal hier lang, weil ich weiß jetzt nicht, ob man da von hinten rein kann. Deswegen fahre ich hier erstmal außen rum. Bitte fahren Sie jetzt links. Stop. Ja, ich weiß. Ja, das weiß ich jetzt ja schon. So. So. Fahren Sie jetzt bitte die Straße entlang bis zu Ihrem Ziel. Dankeschön. Navi aus. Und jetzt hier irgendwo links rein. Warte kurz. Da so? Baum umfahren? Ach ne, da drin ist der, glaube ich. Okay. Wahrscheinlich. Dann hätte ich sogar... Hier gibt es sogar einen Weg. Geil. Boah, Luxus. Bin ich gar nicht gewöhnt. Guck mal, da ist der sogar. Warte schon, was? Anhalten. So, jetzt kannst du aussteigen. Aufsteigen. Hallo, LKW. Dann guck mal kurz, wie viel der kostet. Ich bring mich hier mal in Sicherheit. Nicht, dass da ein LKW auf mir spawnt. Hm.
wie viel Geld habe ich dabei? Okay. Hast du zufällig gerade ein bisschen Geld dabei? Nöp. Oh Mann, oder kann ich mir denn nur mieten? Würde ein paar bisschen fehlen, dass ich den direkt kaufen könnte. Ja, dann kaufen wir uns halt noch keinen. Ja, dann, guck mal, ja. Den für 3 Millionen können wir uns halt kaufen, ne? Ja, genau. Okay. Fuck off, YOLO. Wo kommt hast der den? Jetzt? Oh, oh Mann. Ja, dann miete dir halt einfach einen LKW, okay. Dann müssen wir jetzt aber sofort Geld verdienen. Ja, ja. Damit sich das auch lohnt. Warte kurz, ich guck mal, wie viel Platz der hat. Der hat 180, wow, lohnt sich mega. Siehst du? Ja, das fünffache ist so viel Geld 30 Slots. Okay, er konnte ich ja nicht riechen. Doch, konntest du. Wollen wir jetzt nochmal Eisen machen? Einfach nur, um noch ein bisschen Geld zu verdienen? Ja. Steig mal ein, wieso kann er nicht einsteigen? Geht doch. Vielleicht okay, muss er erst aufschließen. So, dann mach ich mal kurz einen Waypoint setzen. Hat er dir jetzt eigentlich das Eisen gegeben? Oder? Nee. Dann hat er dir einfach nur ein bisschen Geld gegeben. Okay. Er hat mir nichts gegeben. Warte kurz, ich bin gerade ein bisschen verplant. Ja doch, er hat dir doch Geld gegeben. Oder woher hast du die 80.000? Ja, ich hab 16 Eisen gekauft. Also stimmt, das ist die One von ihm. Oh. Ups. Oh Mann. Nein, er hat dir natürlich nichts, kein Eisen gegeben. Okay, komm. Dann fahren wir da jetzt wieder. Ach, du bist schon wieder weg oder so. Ups, Entschuldigung, du hast nicht, dass du... Nee, fahr ruhig. Ich bin sowieso schneller als du, schätze ich mal. Ja, ich bin mit dem LKW unterwegs. Da morgen haben wir ein Hemmet. Ja. Morgen haben wir ein Hemmet. Würde ich auch so sagen. So, und dann fahren wir jetzt nämlich ein bisschen Geld, würde ich sagen. Dann kaufen wir uns diese Diamantlizenz. Der Restart, bitte alle bei einem und dann Marktplatz. Oh oh. Muss das, ja, ich würde sagen, Garage. Dann bringt das nicht wirklich viel, dass du dir den jetzt gekauft hast, ne? Stimmt, scheiße. Fährst du lang? Ja, ich habe kurz auf die Map geschaut. Auf einmal fährst du einfach so einen Berg runter. Okay. Ja, toll, hat sich mega gelohnt. Ja, Daumen hoch für diese Aktion. Nee. Toll. Naja. Oh, nicht die Laterne umfahren? Ja, okay, dann treffen wir uns jetzt da und dann ist sowieso die Folge wieder zu Ende. Weißt du, aber es lohnt sich gar nicht so, der LKW, weil der, der Güterwagen, wie der heißt, der fährt halt auch zweimal schneller. Doppelt so viel. Also jetzt einfach mal viel zu viel Geld für nichts ausgegeben. Ja, genau. Aber der Hemmet wird sich wahrscheinlich schon wieder lohnen. Ich würde sagen, wir sparen auf dem. Oh! Du fährst einfach da durch, oh Mann. Hallo? Achtung! So, RPR Mike, Sie wissen, warum ich Sie angehalten habe? Ich weiß nicht. Wieso? Wir haben gar nichts getan. Ah, oh, das? So schnell? Okay. Kam mir gar nicht so schnell vor. Ich habe eigentlich extra schon früh genug abgebremst. Ja. Sie dürfen nur am Marktplatz, wenn der Marktplatz vorbeifahren, dürfen sie nur 30 fahren. Ach, nur 30? Ich dachte, wir haben 50er Zone. Ja, ich habe auch gedacht, es ist 50. Ja, aber am Marktplatz selber ist nur 30, wenn sie hier so als Laterne oder schon da vorne am besten. Ah, er klaut meinen LKW. Achso, okay. Am Marktplatz 30? Und wenn sie dann ein bisschen weiter vom Marktplatz weg sind, dann können sie wieder... Schießt denn hier rum? ...Gaspedal treten, sag ich mal. Achso, okay, ja, das wusste ich nicht. Ich dachte hier 50. Ich bin nämlich extra, hab nämlich extra auf 50 runtergebremst. Ja, und? Achtung! Achtung! Sie dürfen gar nichts. Es ist erlaubt, einen Truck, der nicht abgeschlossen ist, zu klauen. Clown ist nie erlaubt. In Daniels Welt ist Clown erlaubt. Mein Gott, ich hätte ihn noch nicht weit gefahren. Aber ich hätte ihn eingeschafft. Okay. Ja, Sheen, als ob du nie was machen würdest. Na, wenn ich jetzt bei dir auf den Laptop gehen würde, würde ich auch GEMA-geschützte Musik finden. Ganz einfach. Das ist aber was anderes. Paubo, kannst du uns jetzt unser Strafzettel geben? Wir haben es eilig. Hier ist aber wir können weiterfahren. Okay. Wohnst du nicht in Deutschland? Danke. Also wird der Server jetzt neu gestartet, dann... Okay.
Danke. Wieso bin ich hier immer noch gefesselt? Ich würde gerne befreit werden. Upsala. Ich bin natürlich direkt wieder ausgestiegen. So, Ovi ja. Und... Ovi und El Pater, na bitte. Da wollte der Schlingel mit meinem LKW abhauen. Weißt du einfach, der, weißt du, wie groß der Hinterraum ist und das hat gerade mal ein Ding. Also wenn hier nur 30 ist, dann, okay, muss ich ja relativ langsam fahren, lol. Ja. Okay, so langsam ist das. Also wollen wir, ja komm, dann bringen wir das jetzt noch schnell zur Garage und dann beenden wir die Folge. Ich bin schon bei der Garage. Okay, ich noch nicht. Fahren wir hier mal 50. Ich hoffe mal, da werde ich nicht wieder angehalten. Wie lange ist die Folge schon? 26 Minuten. Also nicht zu lang. So. Dann sind wir auch schon hier. Kannst du dein, das Ding jetzt in die Garage stellen? Ich schätze ja mal nicht. Nee, kann ich nicht. Achtung, geht zur Seite. Ich will dich ja nicht überfahren. Oh Mann, oh mein LKW. Nein. Okay. Bisschen strecken. So, okay. Dann ist meins schon mal gepackt. Dann warten wir jetzt auf den Server-Restart und würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Warte kurz. Bevor. Komm kurz. Wollen wir uns jetzt muss wieder sein. Hier unten hinsetzen? Okay. Ja, genau. Aber das fand ich eben gerade geil. Das fand ich eben gerade geil. Du fährst da einfach durch. Die sagen hier alle bitte anhalten. Ich halt extra schön an der Seite an. Du rast einfach durch die Menschenmenge durch. Okay. Ja, wie du Brain of Kram. Aber ich dachte wirklich, da wäre 50. Okay. Wusste ich nicht. Dachte ich auch. 50. Du fährst mit, keine Ahnung, 100 durch. Jawohl. Der kann gar nicht 100 fahren. Oh, oh guck mal, da wird geschossen. Das muss ich mir jetzt angucken. Ja, okay, ich chill ein bisschen hier. Okay, das will ich mir doch nicht angucken. Das war nämlich kein Polizist, der geschossen hat. Der würde wahrscheinlich jeden töten. Ja. Nee, dich als Zuschauer natürlich nicht. Natürlich nicht. So. So, okay. Dann würde ich sagen, Hause. Ne, wie gesagt, hier warten wir noch kurz den Server-Restart ab. War ja mal auch eine ganz lustige Folge. Erst von einem Polizei-Fuzzi da, also von so einem Polizisten, zu einem netten, sehr netten Polizisten. Deswegen, ja... Ne, like auf die Ausdrucksweise achten. Nee, ja, war auf jeden Fall sehr nett, dass er uns da rumgekurvt hat. Und dann nochmal schnell angehalten worden, weil wegen zu schnell fahren am Marktplatz. Auch geil. Und, ja. Und wir haben sehr viel Geld ausgegeben für nichts. Das war auch sehr schön, oder? Ja, wäre lustig gewesen, wenn ich jetzt den, 10 Polizisten auf einmal mit meinem LKW umgefahren hätte. Lol. Was passiert hier? Weißt du, was für ein Chaos ausgebrochen wäre? Ich glaube... dann wärst du erstmal irgendwie ins Gefängnis gekommen oder eventuell sogar gebannt worden, man weiß es nicht. Ja, hätte ich es ja nicht absichtlich gemacht, natürlich. Natürlich, natürlich nicht. So was würdest du ja nie tun. Warte, dich nie tun. Dann, wie gesagt, ja, hoffentlich bis zur nächsten Folge, ne? Ja. Ja, tschüss.